Hallo liebe YouTube-Freunde, ja, wir sind im letzten Jahr angekommen, 2011, und ja, wir nähern uns jetzt dem Ende. 2012 kann ich leider nicht machen, weil 2012 habe ich, glaube ich, nur drei Filme aus diesem Jahr. Das mache ich dann, sobald ich mindestens 10 Filme habe, die ich ins Ranking nehmen kann. Deswegen ist 2011 vorerst jetzt die letzte Top 10-Liste, zumindest nach Jahren. Vielleicht mache ich noch andere Top 10-Listen nach Genres oder so, mal sehen. Ja, Platz Nummer 10 ist ein Actionfilm, den ich ganz gut fand. War jetzt nicht überwältigend, aber hat mir ganz gut gefallen. Und zwar World Invasion Battle Los Angeles. Hat mir wirklich ganz gut gefallen. War jetzt kein super Kracher, aber ein solider, guter Film. Hat auch nicht viel gekostet. Das Steelbook, 10 Euro habe ich bezahlt. Deswegen habe ich den dann eigentlich blind gekauft, habe mir den dann angeschaut und fand den ganz gut. Naja, muss man nicht so viel drüber sagen. Platz 10. Auf Platz Nummer 9, ja. Ich bin auch ein bisschen Kind geblieben. Ich mag gerne Zeichentrickfilme, alte Serien, Zeichentrickserien. Und ja, ich. Ne? Ich liebe die Schlümpfe und habe mir natürlich auch die Schlümpfe gekauft. Die Verfilmung in dieser wunderschönen Box hier mit drei Figuren und dem 3D-Steelbook drin. Habe ich darüber sehr geärgert, weil im Endeffekt ist es eine billige Pappschachtel, drei Plastikfiguren und das Steelbook. Ich habe 40 Euro bezahlt und ich glaube, 3 Wochen später gab es das Ganze für 18 Euro. Habe ich mich natürlich sehr darüber geärgert, aber naja, ich mag die Schlümpfe trotzdem sehr gerne. Ich fand den Film sehr spaßig, war natürlich jetzt kein Überflieger. Gargamel fand ich unheimlich cool dargestellt. Der Schauspieler hat das wirklich klasse gemacht. Die Schlümpfe waren gut animiert, der Film macht einfach Spaß, auch die Handlung ist okay. Also nicht die beste Umsetzung einer TV-Serie, da waren natürlich die Flintstones besser oder auch Casper, aber die Schlümpfe war wirklich dennoch sehr, sehr gut. Ich freue mich auch auf den zweiten Teil und werde mir den natürlich auch zulegen. Bin halt ein Schlümpfe-Fan. So, auf Platz Nummer 8 ist ja das Remake beziehungsweise eigentlich ja Prequel von Das Ding, The Thing. Ja, ich habe den Film im Kino gesehen, habe eigentlich ein Remake erwartet und wusste aber wirklich nicht, dass es sich um Prequel handelt. Habe den Film geguckt, saß im Kino, viele Szenen waren natürlich auch ja geremaked, viele Szenen waren ja auch gleich wie im Original. Beziehungsweise in John Carpenters Remake. Als am Ende dann die Szene kam, wo man dann wirklich gemerkt hat, dass es jetzt übergeht in das Original von John Carpenter, da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen, weil ich da erst gemerkt habe, dass es sich wirklich hier um so ein Prequel handelt und das fand ich wirklich klasse. Also, dass man da nicht einfach nur ein Remake gemacht hat, sondern diese Vorgeschichte erzählt, fand ich wirklich super, sodass man sich die Filme dann wirklich nacheinander angucken kann, wobei natürlich die CGI-Effekte hier absolut nicht mithalten können mit den Effekten, die damals beim Original gemacht wurden. Die waren natürlich überwältigend, fantastisch, grandios, super. Aber dennoch war der Film sehr gut, hat mir wirklich Spaß gemacht und dann habe ich ihn mir natürlich auch zugelegt. Ja. Auf Platz Nummer 7, ja, ein Film, den ich auch sehr gut finde. Nicolas Cage dreht ja einen Film nach dem anderen. Manche Filme sind super, manche Filme sind nicht so gut. Der Film hat mir sehr gut gefallen, und zwar Drive Angry. Vielen hat er nicht gefallen, mir hat er sehr gut gefallen. Ich fand die Geschichte einfach cool, ich fand es geil umgesetzt. Habe ihn in 3D gesehen, die Effekte sind jetzt nicht so überwältigend. Also man muss diese ganzen Filme nicht unbedingt in 3D haben. Ich habe mir auch einen 3D-Fernseher geholt und habe... ja, war überschwänglich und habe gedacht, boah, geil, 3D und so, aber ich weiß nicht, wie oft ich glaube, ich habe 3-4 Mal 3D-Filme geguckt und das war's und irgendwie macht man es eh nicht, ich weiß auch nicht warum. Die Effekte sind einfach nicht gut genug und naja, wie es halt so ist. Der Film auf jeden Fall solide, sehr guter Actionfilm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Charaktere auch ziemlich cool und hat ein bisschen an Ghost Rider erinnert, irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich mich da vertue, aber irgendwie hat es mich daran erinnert. Ich fand den Film auf jeden Fall sehr gut. Auf Platz Nummer 6 ein sehr, sehr lustiger Film. Paul, ein Alien auf der Flucht.
Ja, der Film war auch grandios, wirklich klasse, sehr, sehr charmanter Film. Und auch hier das Alien Paul ist sehr, sehr charmant, sehr lustig, sehr sympathisch. Die Hauptdarsteller, wir haben hier Simon Pegg und wie heißt der andere? Nick Frost, die sehe ich auch sehr gerne. Shaun of the Dead, Hot Fuzz, super cool. Jason Bateman spielt noch mit. Sigourney Weaver, Seth Rogen, also ein paar coole Darsteller sind auf jeden Fall dabei. Macht richtig Spaß, der Film. Ist so ein richtig, wirklich ein richtig cooler Fun-Film. Die beiden Hauptdarsteller, wie gesagt, sehe ich sehr gerne und da muss der Film natürlich auch mit ins Ranking. So, wo sind wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Platz Nummer 5, ja. Fluch der Karibik, fremdige Zeiten. Ich habe jetzt mal hier die Disc rausgetan, weil ich letztens ja irgendwie mich bei den Filmen vertan habe. Der vierte Teil, den habe ich im Kino gesehen. Den hatte ich im Kino in 3D gesehen und eigentlich war ich durch diesen Film, hatte ich die Idee, mir einen 3D-Fernseher zu holen. Aber im Endeffekt kam das alles nicht so rüber und in dieser Box ist der Film eh nicht in 3D drin. Von daher ist mir das auch alles wurscht. Ganz ehrlich, mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Johnny Depp hat die Rolle erneut super geil gespielt. Und ich freue mich auf weitere Teile dieser Reihe und bin sehr gespannt, was uns Gore Verbinski oder wer auch immer da jetzt das Sagen hat, noch alles bringen wird. Ich finde es wirklich klasse. Ja, auf Platz Nummer 4 haben wir dann Sherlock Holmes Spiel im Schatten, den zweiten Teil, der etwas schlechter ist als der erste, aber dennoch sehr, sehr gut. Bis auf das Ende, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, aber trotzdem fand ich den Film einfach geil. Und ich hoffe, dass da auch noch mehr Filme kommen werden, dass da eine ganze Reihe kommen, weil die Filme einfach nur grandios sind. Also wirklich, Guy Ritchie hat da wirklich was Geiles in ins Leben gerufen. Ja, auf Platz Nummer 3 ein sehr guter Thriller. A Lonely Place to Die, Todesfall Highlands. Ja, hier geht es um eine Gruppe, die eigentlich nur ein bisschen klettern wollen, ein bisschen durch die Gegend. Ich glaube, ich habe das in meinem Update auch alles schon letztens gesagt. Ja, die so ein bisschen in den Highlands klettern wollen und dann auf ein Kind stoßen, das in einer Höhle, in einer Grube eingesperrt ist. Sie befreien das Kind. Das Kind ist aber entführt worden, wird dort gefangen gehalten und die Entführer sind ihnen dann natürlich auf der Spur. Auf der anderen Seite natürlich auch die Entführer. Oder beziehungsweise die Eltern und die, ja, so eine Gangstergruppe, Mafia, keine Ahnung, was das war, die da noch mit hinterstecken. Und sehr spannend inszeniert, also geht auch nicht, spielt auch nicht nur in den Highlands, geht dann auch irgendwann in der Stadt weiter und ist wirklich, also klasse, wirklich ein klasse Film. Der ist wirklich super. Ja, auf Platz Nummer 2 ein Film, der mich ein bisschen in die 80er erinnert hat, und zwar Attack the Block. Hier spielt auch Nick Frost mit, ist ein richtig cooler Film. Der hat mich ein bisschen so eine Mischung aus Goonies, wie heißt da? Goonies, Monster Squad, Indiana Jones, so eine Mischung aus allen möglichen coolen 80er-Filmen. Die Monster auch sehr, sehr cool gemacht, sehr, sehr cool umgesetzt. Also wirklich. Sehr, sehr geiler Film, sehr lustig auch und macht wirklich Spaß, den Film zu gucken. Ich war sehr überrascht, habe eigentlich von dem Film auch gar nicht so viel erwartet. Ja, und auf Platz 1 ein Film, der mich sehr überrascht hat. Ich habe eigentlich nicht mehr daran geglaubt, dass bei Scream noch was rauszuholen ist, aber allein schon der Einspieler, also die erste Szene des Films hat mich schon umgehauen. Da verrate ich jetzt auch nichts. Also ich glaube, jeder wird den sicherlich gesehen haben, aber wer den noch nicht gesehen hat, ich will da nichts verraten. Die erste Szene, die ist wirklich so geil gemacht, so klasse, dann man erwartet das nicht und wird dann wirklich umgehauen. Und der Film kann wirklich das ganze Genre nochmal drehen und also spielt nochmal mit allen typischen Horror-Klischees und das ist wirklich super geil. Ich bin sehr froh, dass dieser Film auch noch rausgekommen ist. Ja, Platz Nummer 1. 2011, ja, die nächsten Dinge, die ich mir vorgenommen hatte, ich wollte so eine Art Original-Remake-Reihe machen, immer so ein Review zu Filmen, die geremaked wurden, das Original, das Remake zeigen, eventuell auch drei Filme, die, also, oder eine Reihe, wenn Frankenstein mehrere Verfilmungen hatte, zum Beispiel Dracula oder sowas, wollte ich dann einfach mal darüber sprechen, was es da alles so gibt.
Gibt ja auch viele Filme, wo viele gar nicht wissen, dass es ein Original oder ein Remake davon gibt oder ist. Und ja, darüber wollte ich dann mal eventuell so eine kleine Reihe machen. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ich wünsche euch was.